Aufgabe B 2.0. Die nebenstehende Skizze zeigt ein Schrägbild der Pyramide ABCDS, deren Grundfläche das gleichschenklige Trapez ABCD mit AB parallel zu CD ist. Der Punkt E ist Mittelpunkt der Strecke AB, der Punkt F ist Mittelpunkt der Strecke CD. Der Punkt N liegt auf der Strecke EF. Die Spitze S der Pyramide ABCDS liegt senkrecht über den Punkt N. Es gilt, AB sind 12 cm, CD sind 6 cm, EF sind 8 cm, EN sind 3 cm und SN sind 8 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B 2.1. Zeichnen Sie das Schrägbild der Pyramide ABCDS, wobei die Strecke EF auf der Schrägbildachse und der Punkt E links von Punkt F liegen soll. Für die Zeichnung gilt, Streckfaktor Q ist 1/2, Verzerrungswinkel Omega sind 45 Grad. Berechnen Sie sodann das Maß des Winkels SFN und die Länge der Strecke SF. Wir sehen, die Strecke EF liegt auf der Schrägbildachse, also fangen wir mit dieser Strecke an. EF waren 8 cm. Weiter wissen wir, die Strecke EN war 3 cm lang. Und SN, also die Strecke vom Punkt N bis zur Höhe, waren wieder ebenfalls 8 cm. Weiter kennen wir die Strecke AB mit 12 cm. Wir wissen außerdem, der Streckfaktor Q ist 1/2, also zeichnen wir ihn nur mit der Hälfte der Länge ein, 6 cm. Verzerrungswinkel Omega 45 Grad, also mit einem 45-Grad-Winkel um die Hälfte verkürzt. Ähnliches gilt für die Strecke CD. Ist im Original 6 cm lang, auch hier mit Streckfaktor 1/2 verkürzt. Ergibt diese Strecke. Jetzt noch die Teilpunkte verbinden, die Eckpunkte. Noch jeweils mit der Höhe verbinden, beziehungsweise mit der Spitze. Ergibt dann diese Pyramide. So, wie heißt es weiter? Zeichnen Sie das Schrägbild, haben wir. Und berechnen Sie sodann das Maß des Winkels SFN. Dazu zeichnen wir jetzt erstmal die Strecke SF ein. Und jetzt brauchen wir den Winkel von SFN. Also dieser Winkel hier ist gesucht. Wir schauen uns an, in welchem Dreieck liegt dieser Winkel drin. Können wir ihn schon berechnen oder müssen wir noch Zwischengrößen berechnen? Da die Strecke bzw. da die Spitze S senkrecht über Punkt N liegt, haben wir hier einen rechten Winkel. Die Strecke NF lässt sich sehr einfach berechnen, nämlich die Strecke EF minus die Strecke EN. Und das sind 5 cm. So,
Schauen wir uns das an. Der Winkel SFN. Wir kennen die Strecke SN und die Strecke NF haben wir gerade berechnet. Also lässt sich der Winkel zum Beispiel recht einfach über den Tangens berechnen, weil wir hier einen rechten Winkel haben. Winkel, also Tangens dieser Winkel ist Gegenkathete durch Ankathete. Also folgt Tangens des Winkels SFN ist gleich Gegenkathete waren 8 cm und die Ankathete ist NF mit 5 cm. Das lässt sich jetzt wieder mit Hilfe des Solvers berechnen oder aber mit Tangens hoch minus 1 gleich in den Taschenrechner eingeben. Und dann folgt der Winkel SFN sind ungefähr 57,99 Grad. Es sind auch andere Lösungswege möglich. Da kann es vielleicht dann in den Nachkommastellen abweichen. So, was fehlt noch? Winkel SFN haben wir berechnet. Länge der Strecke SF. Also ist diese Strecke hier gefragt. Nun, SF, die Strecke SF, liegt wieder in dem rechtwinkligen Dreieck NFS. Wir kennen diese Seite, wir kennen diese Seite. SF ist die längste Seite. Also können wir den Satz des Pythagoras ansetzen, der besagt, die längste Seite zum Quadrat, also SF, ist gleich eine Kathete zum Quadrat, die Länge einer Kathete zum Quadrat, plus die Länge der anderen Kathete zum Quadrat. Also SF Quadrat ist gleich NF Quadrat plus jetzt in dem Fall SN Quadrat. Setzen wir die Zahlen ein. NF waren die 5 cm plus SN waren die 8 cm. Und um SF jetzt rauszubekommen, muss noch die Wurzel daraus gezogen werden. Und das ergibt dann eine Länge von ungefähr 9,43 cm.